So, hallo, wir machen weiter bei Among Us. Und wir sind zwar wieder nur zu sechst, aber wir wollten uns jetzt mal, wie ihr ja vermutlich dem Thumbnail entnehmen könnt, ich packe ja immer rein, welche Map wir spielen, das Airship anschauen. Und ja, das werden wir jetzt mal tun. Ganz normale Einstellung, ganz normale Runden, ein Verräter, sechs Spieler, also fünf Besatzungsmitglieder. Und ja, es ist jetzt auch niemand dabei, der noch nie dabei war. Insofern passt alles, denke ich mal. Wollt ihr noch irgendwas vorher äußern? Habt ihr noch irgendwelche Anregungen, Wünschen, Beschwerden? Wird immer noch warm. Ich bin Imposter. Mir Ich ist habe auch, auch noch also, warm. ich habe auch meinen Ventilator wieder an. Es ist tatsächlich wieder richtig warm geworden. Ich habe keinen Ventilator und weil auf meiner Uhr steht fucking 33 Grad in meinem Zimmer. Was? Oha. Vielleicht Mir ist es gar nicht so warm, aber mein Ventilator ist trotzdem an. kannst du das In meinem Fenster aufmachen, Ventilator. Benny, oder so? Ich habe meinen Ventilator nicht Nee. rausgeholt, Okay. weil es morgen wieder kühler werden soll. Willst du meinen Ventilator haben? Ich dachte mir, Nein. für den einen Tag lohnt sich nicht. So, meiner steht einfach im Zimmer und ich mache den an und aus. Also ich baue den nicht immer ab oder so. Ja, ich hab sogar eine Klimaanlage, also so eine zum Auf- und Abbauen. Ui. Die hole ich aber nur, ja, die hole ich nur im absoluten Obernotfall raus. Deswegen, Ja, aber ansonsten halte ich es einfach ohne wir aus. begeben uns jetzt ja in luftige Höhen, da ist es dann schön kühl. So. Das stimmt wohl. Ja. Ist es bei euch auch warm? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Genau. Richtig. Auf geht's. So, ich bin sehr gespannt. Ich mute mich gleich mal. Zack. Es ist wieder langsam. Und wir gucken mal. Ich hoffe, ich bin nicht gleich Imposter, weil das Problem ist natürlich, ich habe Steht keine bei mir Ahnung jetzt von übrigens dieser noch Map. länger wegen Switch und weil die Map Ja, bei schlechter mir auch ist. noch. Was? Ah, was? Was ist das? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ah, wo man startet oder was? Ja, du kannst am Anfang deinen Spawnpunkt wählen. Oh Ja, das wird. mein Gott. Okay, dann stehe ich ja gleich richtig hier. Kann gleich mal hier Dinge tun. Und das läuft jetzt irgendwo anders hin. Oh, hier komme ich nicht weiter. Da will ich nicht hin. Okay. Achso, das geht hier nach außen. Das Lustige ist ja, diese Map hier, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber oha, Waffen. Hä, die kann man ein. Was? Ach, die setze ich jetzt da. Oha! Okay, interessant. Diese Map hier ist ja auch sozusagen Teil der Story von Henry Stickmin. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Henry Stickmin nicht kennt, entweder spielt ihr es selber oder ihr sucht euch irgendeinen Let's Player, der es gespielt hat. Es ist super lustig. Will auch gar nicht viel mehr dazu sagen, aber dieses Luftschiff kommt bei Henry Stickmin auch vor. Oha! Gefunden. Er ist bei irgendwelchen Duschen. Die nächste Person, die ich da auch noch gesehen habe, war Xehanort. Und er ist für mich daher sehr sus. Xehanort Rechtfertigen Sie Warte mal, sich. wo soll das gewesen sein? Unter den Duschen, beziehungsweise da, wo man die Tücher wegbringt. Okay, ich habe weder Benny noch dich gesehen. Ich Ich habe habe dich dich aber aber da gesehen. ich war tatsächlich kurz da, weil ich war bei dem Task, wo du dir das Foto entwickeln musst, also das ist quasi links daneben. Also ich Und habe davon. ich war kurz rübergegangen, um zu gucken, ob da noch wer ist und habe dann aber keinen gesehen und war wieder nach links gegangen und dann war das Foto fertig. Xehanort, du warst am Anfang bei mir, warst du das? Ich glaube ja. Ja, genau, ich Wir hatte sind am beide in Anfang der einmal die Küche Wires. gestartet. Genau, ich hatte die Wires gemacht und dann hatte ich in der Küche noch den Burger zusammengesetzt. Ja, die Wires musste ich auch machen und dann musste ich irgendwie hier Waffen an die Wand stecken. Genau, und dann war ich irgendwie nach rechts rübergegangen. Also ich habe, aber wie gesagt, nochmal, also es kann sein, dass du mich gesehen hast, kurz HF. Ich habe dich aber und Benny aber tatsächlich nicht. Also falls ihr da beide auf dem Weg auf den Haufen wart, habe ich euch tatsächlich nicht willentlich wahrgenommen. Also, ich habe dich auf jeden Fall ganz kurz vorher gesehen mit Benny. Okay. Okay. Carlos, du bist mit mir gespawnt, oder? In der Main Hall. Ja, müsste die Main Hall sein, denke ich mal. Ja, okay, dann habe ich das richtig in Erinnerung. Ich habe niemanden gesehen. Ich bin halt Richtung Engine Room gegangen und dann beim Vault und da war niemand. Okay. Also, ich kann es nicht 100% sagen, aber für mich ist das türkise Ding da. Das. Ja, ist das.
Okay. Ich kann das aus deiner Warte nachvollziehen. Also wenn du meinst, dass ich die letzte Person bin, die ich mit Benny gesehen habe, die du mit Benny gesehen hast, aber wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe euch nicht gesehen. Ja, ich denke, wir werden das im Hinterkopf behalten und jetzt im Moment wüsste ich zumindest nicht, wie wir abstimmen können. Ich skippe jetzt. Aber ist schon mal eine wichtige Information auf jeden Fall. Jo. Vielleicht, wenn es nicht ein Self-Report war, aber es spricht einiges gegen einen Self-Report. Ja, gegen den Self-Report spricht zum Beispiel, dass Counter weiß, was er gemacht hat, und das könnte er als Imposter jetzt im Moment noch nicht. Außer er hat es irgendwo gesehen oder kann es ablesen oben in der Liste. Das kann natürlich. Ich will doch einfach. Wo ist denn das jetzt? Wo bin ich? Ah, okay, ja, ich wollte in diesen komischen Tresorraum rein. Das ist doch schon mal. Okay, das hier ist die Aufgabe, aber wie mache ich die? Wie mache ich denn diese auf? Ach, da kann man runterlaufen. Was? Jetzt muss ich den so aufsetzen. Aha. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier die Heads aufgesetzt. Und hier am Kristall kann man scheinbar auch irgendwas machen. Keine Ahnung. Hier komme ich nicht weiter. Stabil. Ach, muss ich das? Aber da sind so Striche rüber, aber die kann ich dann nicht laufen. Da muss ich dann andersrum gehen, oder was? Ich habe ein bisschen Angst, aber wenn er mich jetzt tötet, ist es halt so. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch ins Archiv. Also er hatte eigentlich echt gute Möglichkeiten. Da muss ich einfach nur eine Sache anklicken, okay. Und dann. Ach so, und dann legt man das da rein. Aha. Ach, nochmal. Ach, muss ich das jetzt viermal machen, oder was? Kann der nicht einfach vier Sachen auf einmal in die Hand nehmen, wie das jeder normale Mensch macht? Muss der jede Akte einzeln in die Hand nehmen? Das ist so unnatürlich. Ich würde alles auf einmal in die Hand nehmen, nicht alles einzeln. Was ist das denn? Alles klar. Das ist ja jetzt schon meine Hassaufgabe, weil die einfach lange dauert. Oh nee, es ist ein Download. Okay. Bitte brech nicht ab, weil irgendjemand gefunden wird. Oh, was? Wie? Zwei W? Oh nee. Ich will das nicht nutzen. Will da gar nicht hin. Dann gehen wir jetzt da in den Laderaum und gucken uns das Ding an, I guess. Boah, hier gibt es so viele zusätzliche Aufgaben wahrscheinlich noch. Ah, das sind die nächsten Wires. Ich verstehe. Okay, da unten beim Laderaum ist wieder was. Ne, noch weiter unten. Hier, der Mülleimer. Ach, den muss ich hier... Oh Mann. Es war so groß, wo keine Leiche gefunden. Warum hat niemand eine Leiche gefunden? Ich kann euch erklären, warum ihr keine Leiche gefunden habt. Ich habe HF tief in, Tainted Counter. HF heißt er, glaube ich. Counter, tief im Electrical gekillt. Und ich habe Reggie in die Richtung gehen sehen. Also du warst einmal an mir vorbeigelaufen in Cargo Bay, war es, glaube ich, also ganz rechts. Ja. Und da habe ich gedacht, oh scheiße, er läuft in die Richtung, also findet er vielleicht gleich die Leiche. Ich bin also zurückgewendet und bin dann quasi vor der Leiche stehen geblieben und habe abgewartet, bis mein Kill-Cooldown war. Und wirklich, wo mein Kill-Cooldown auf null war, kamst du gerade und hättest quasi eine Sekunde später die Leiche gesehen, habe ich dich schnell gekillt. Ja, scheiße. Ich habe dich gesehen, ich wollte weglaufen, weil ich wusste, dass du gewendet sein musst. Wir waren noch laut. Aber da kam ich mir sehr ungünstig. Ja, ich stand da halt rum, weil ich musste halt irgendwie meinen Kill maskieren, weil der lag da schon recht offensichtlich rum. Ja. Ich habe Electrical aber auch nicht verstanden. Da waren irgendwie diese ganzen Töne, die waren irgendwie zu. Kann man die irgendwie öffnen? Von 1 bis 7 musst du die machen. Genau, bei Electrical ist folgendes. Ja. Die Türen in Electrical sind random. Also du hast quasi 9 Räume und die Verbindungen zwischen denen sind zufallsgeneriert. Also welche da gerade offen sind. Die kannst du auch nicht öffnen oder schließen. Okay. Und wenn du den Taster hast, musst du, da sind quasi an den Türen so Schalter und die musst du in der Reihenfolge von 1 bis 7 drücken.
Aha. Also musst bei jedem hingehen, gucken, was für eine Nummer da ist, und dann musst du die wieder abgehen und in der richtigen Reihenfolge drücken. Der Task dauert ziemlich lange. Okay, ja, ich hatte keinen Task, aber ich stand da davor, hab mich gefragt, ja, ich will da hoch, was muss ich hier machen? Also, ja, das ist ein kleines Labyrinth. Ja. Hätte ich mir darum keine Gedanken gemacht, hätte ich vielleicht sogar überlebt. Aber das war ja so. Ja. Dann hatte ich Glück, dass du wahrscheinlich gerade Cooldown hattest oder du wolltest mich einfach nicht killen? Nö. Ich wollte dich einfach nicht killen, ich hatte keinen Cooldown. Ah, okay. aber ich dachte, das wäre ein bisschen obvious, beziehungsweise ich wollte dich nicht killen, das kam mir assi vor. Okay. Alles klar. Und eine Sache noch, am Anfang, als ich Benny gekillt habe, ich habe dich nicht gesehen, Counter. Ich aber. Okay, offensichtlich. Aber dann warst du vielleicht, also ich... Ich war über euch. Ich habe Imposter Vision, ich habe 1,5 Vision, also ich müsste dich auf jeden Fall gesehen haben, dann war ich wohl einfach blind. Na gut. Ja, also haben wir schon ein bisschen was von der Map gesehen. Ich schätze mal, jeder so seinen eigenen Teil. Das wird sich mit der Zeit hier wie so ein Puzzle zusammensetzen. Aber gefällt mir gut bisher die Map, muss ich sagen. Weil ich habe jetzt schon meine Hassmission gefunden. Mhm. Diese, wo du die Dinge einsortieren musst. Warum nimmt er nicht 4 auf einmal? Jedes Scheißheft nimmt er einzeln. Was ist das denn? Oh, das ist total ja. unrealistisch. Die hatte ich auch. Das ist total unrealistisch. Man nimmt 4 auf einmal und geht zu den Regalen und schiebt die einfach. Du wirst, die Task, die du kennen und lieben lernen wirst, ist der, wo du auf 2 Seiten von so einem Loch einen Code eingeben musst. Den kannst du dir mal merken und den Safe. Oha. Wenn du okay. die siehst, wirst du wissen, was ich meine. Die sind beide scheiße. Okay, alles klar. Ja, ich bin gespannt. Meinst du den Zahlencode bei Cargo Bay? Ja, genau. Oh, da saß ich lang dran. Habe ich nicht ja, geschafft. Ja, ja. Das klingt da spannend. Da musst du so ein Zelt öffnen. Okay. Ja, es ist ein bisschen kontraintuitiv, aber naja, ich will nicht zu viel spoilern. Legen wir los. Oh ja, der Task mit den Ordnern ist auch kacke auf jeden Fall. Klingt interessant. So, okay. Ja. Besatzung, ich kann weiter mich am umschauen. Komm, ich weiß halt nicht, wo wir los. Ja, toll, da ist überhaupt... Ach doch, da ist wieder die... Da gehen wir doch gleich wieder hier Figur anziehen. Wait, die muss ich... Oh. Ah ja, hier Puppe anziehen, da steht's ja sogar. Also man kann sich tatsächlich an den Dingern orientieren, wie das aussieht. Oh mein Gott. Alles klar, Puppe ist angezogen. Ah, jetzt muss ich hier hoch in den Tagungsraum. Da muss jetzt diese Leiter hochgehen. Hallo? Ach, die... das sieht ja komisch aus. Das sah ja gerade richtig strange aus. Alles klar. Ah, das ist... Jetzt hätte ich fast den Quatsch hier gedrückt. Was? Ach so. 0. Irgendjemand ist zu mir gekommen. Okay, Count ist zu mir gekommen. Das war das. Hui. Wo muss ich jetzt hin? Wo gehen wir denn mal hin? Küche, wir machen mal Küche. Da waren wir noch nicht. Das ist ein langer Weg. Kann man sich irgendwie porten? Scheinbar nicht. Küche ist hier, ne? Ah, das ist ein Teller. Okay, muss ich den Teller waschen oder was? Ja, ich muss den Burger... Was? Okay, Patty, Salat, Tomate... also hier, doch, Patty heißt es klar. Nee, Patty ist das Ding, oder? Das ist, ach, ist ja egal. Zack. Nein, so. Salat. Hä, muss ich das dann so? Ach so, so setze ich das aufeinander. Ja, lol, ich bereite einfach einen Burger zu. Wo sind wir denn? Oh, was ist das denn? Ist das... Was... Ah, bis 10.20 Uhr. Ach so. Schneller. Oh je. Noch ein bisschen. Oh nee, Mann. Jetzt. Das war ja eine interessante Aufgabe. Also hier gibt es wirklich auch richtig viel. Das hier ist, glaube ich, auch cool zum Verstecken. Wenn man die Dinge jetzt... Wie komme ich denn...
Wie komme ich denn da rein? Ach, hier muss ich rumlaufen, oder was? Und dann ist hier irgendwas. Aha, hier ist ein Schrank. Ah, das ist der Quatsch. Okay, das kennen wir ja schon. Jetzt laufe ich da wieder raus. Ey, hier kann man... Boah, das wird ja böse, ich als Traitor. Okay, das ist wieder der Müllbeutel. Ah, da ist immer vorhin... Haben wir gar nicht rausgefunden, wie das geht, ne? Okay. Oh! Hab ich erst fast nicht gesehen. Xehanort. Oh, Benny ist auch tot. Ich melde jedenfalls gerade Xehanort. Der liegt bei Cargo Bay unten. Nee, doch. Doch, das ist Cargo Bay unten links. Also wenn man von Medical reinkommt. Oder ist das da? Doch, das ist da. Du kamst von Medical. Ich kam gerade von Medical, richtig. Okay, weil ich war gerade im Archiv, also bei Records auf Englisch, und da kam mir Counter entgegen. Also der kam von der Lounge und die ist verbunden mit Cargo Bay. Richtig, deswegen ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Counter ihn vielleicht so gekillt hat in Cargo Bay und dann weiter Richtung Archiv gelaufen ist und ja. Weil ich habe gerade im Archiv die 4 Ordner da verstaut. Okay. Hallo? Ja, Counter? Also, ich kann so viel sagen, ich war es nicht. Aber die Tatsache, dass Rasierer mich jetzt irgendwie... Wobei, ja. Also ich habe Rasierer auch gesehen. Vielleicht ist es dann am Energy. Ich weiß nicht. Also... mit Conan, mit dir habe ich ja relativ lang irgendwo rumgestanden. Ja, es war nicht lang, wir waren kurz im Meetingroom zusammen. Ja, irgendwie sind wir miteinander rumgerannt. Als lang würde ich es nicht bezeichnen, aber ja. Also Zeit genug, um jemanden zu töten. Also ich hätte dich jetzt, anhand dessen hätte ich dich jetzt schon geklärt, sage ich jetzt mal. Ich war jetzt auf jeden Fall zuletzt in... den Showers, da habe ich Benny getroffen. Mhm. Da die Handtücher gesammelt und in irgendwie so einen Behälter getan. Und dann bin ich von den Showers runter nach Electrical gegangen, wo ich dann meine Task nicht gefunden habe. Mhm, okay. Aber wir haben uns keine 30 Sekunden vor Report getroffen. Und wenn Benny da noch gelebt hat in den Showers, dann muss der Kill ja recht frisch sein. Also Benjamin. Dementsprechend... Ja. Aber bei Benny weiß ich nicht. Also gemeldet habe ich jetzt Xehanort. Ja, ja, das ist klar. Aber wie gesagt, Count hat ja gesagt, er hat ja Benny noch in Showers gesehen. Ach so. Das Xehanort schon länger... Da ist es. Ah, okay. Also ich kann nur sagen, ich war jetzt eigentlich die ganze Zeit unten in Electrical Kitchen und hatte gerade den Cockpit, hatte ich gerade eine Task... Und ich habe die ganze Zeit niemanden gesehen. Hm. Schwierig, aber das Problem ist, wenn er jetzt noch 2 killt, dann ist schon wieder vorbei, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, es ist schwierig, jetzt jemanden zu voten, muss ich gestehen. Also ich bin mit den Tasks fast fertig. Wie sieht's bei euch aus? Ja, ich auch. Geht, ich bin noch nicht fertig. Also ich habe schon noch zu tun. Aber das kann ich auch als Geist, ist richtig. Hoffentlich schaffen wir das noch. So. Ja, ist natürlich problematisch. Ist fast auf so einer großen Map einfacher für den Imposter. 4 Leute killen, das bekommt kaum einer mit. Und wir haben richtig viele Tasks zu erledigen. Oh nee! Ich weiß doch wieder nicht, wo ich hin... Okay, es war richtig, Gott sei Dank. Gott sei Dank, es war richtig. So, dann muss ich jetzt... Wieso ist jetzt im Tagungsraum wieder eine? Oh nein, da habe ich doch ewig weit außen rum. Ah, nee, komm, da komme ich unten. Irgendwie komme ich da unten rum. Okay, das ist das Ding. Das hat sich jetzt getan. Ah, dann ist jetzt hier das mit den Handtüchern, was ich kaufe. Nee, das ist was anderes. Dusche. Was? Ah, ja. Ja, da habe ich jetzt doch nur einen Task nur noch. Ja, moin. Das ist doch was. Problem ist, es darf halt jetzt nicht 2 Kills geben. Dann ist vor. Nein, hier komme ich nicht hoch! Darf nicht dem Pfeil nachlaufen.
Pfeil nachlaufen ist dumm. Hier seine Tasks suchen mit Verstecken wäre auch richtig krass. Oh, was ist das denn? Ach so, einfach normaler Müll. Normaler Müllentsorgungsdings. So, okay, ich habe meine Tasks fertig. Aber was kann ich jetzt tun? Ach, jetzt kann ich das nutzen, oder was? Ach, das kann man von der Seite... Ah, ich verstehe. Das ist ja auch witzig. Dann kann ich mich jetzt ein bisschen umgucken. Aber hier kann ich effektiv nichts tun. Ja, was kann ich jetzt noch machen? Mit rumlaufen und Leichen suchen. Und hoffentlich keine finden. Yes! Gott sei Dank. Gerade noch bei... Nice. Gerade noch Azera gekillt. Nice. Okay. Aber... Tipp für alle Crewmates, haltet euch von den Luftschächten fern. Also, Reggie hat mindestens 2 Kills gemacht, indem er aus dem Luftschacht rausgesprungen ist und schnell gekillt hat und wieder reingesprungen nicht schlecht, ist. Nicht schlecht. Das muss ich am Ende jetzt auch. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ich habe dich gar nicht gesehen, ich bin aus dem Luftschacht raus und ich dachte so, du hast mich bestimmt gesehen, dann muss ich dich killen. Ja, ich stand ja quasi auf dem Luftschacht drauf, als du rausgesprungen bist, also. Noch nicht Reggie ganz. Reggie hat mich im Cockpit getötet. Also ganz vorne. Ah, ja. Okay. Auch ein böser Ort. Kommt man selten vorbei. Ihr habt tatsächlich gut kombiniert. Also ich war schon sehr lange tot. Also ich war ziemlich am Anfang der Runde gestorben. Ah, okay. Naja, das ist bei so einer großen Map, da kommt man natürlich nicht so schnell überall vorbei. Das ist tatsächlich für einen Imposter, glaube ich, eine ganz, ganz gute Geschichte, wenn er da alleine ist. Allerdings auch schwierig, Leute zu finden. Also ich glaube, es ist... Ja. Also man hat es jetzt ja gesehen, wir schaffen es über die Task, schaffen wir es schon und auch den Poster kann es schaffen. Wir haben jetzt, im Prinzip ist jetzt 50-50. Ja, also es ist schon ziemlich balanced, ja. Also wir werden es noch sehen, wenn ihr irgendwie was umstellen wollt, irgendwann sagt er halt Bescheid. Wahrscheinlich, wir werden jetzt immer besser werden in den Tasks. Ich denke mal, in naher Zukunft müssen wir nochmal einen Task mehr machen oder so, aber aktuell geht es noch, glaube ich. Ja, ich denke auch. Ist ein bisschen schwierig, als Imposter zu erklären, wo man war, wenn man die Task auch gar nicht kennt. Richtig. Ja, ja, ja. Ja, da habe ich und einer von euch kannte die Map noch, da haben wir natürlich einen Vorteil. Aber mittlerweile kenne ich schon einige Tasks. Also ich könnte mich als Imposter, glaube ich, jetzt schon ganz gut rausreden. Ja, ich auch. Mhm. Ich kannte die schon länger. Ja. Die Map habe ich schon öfters mal gespielt. Aber es ist cool, man muss Duschen verprügeln. Alles sehr interessant. Der Task ist auch cool, ja. Alles sehr interessant, was hier alles noch... Die Dusche trötet. Und den Burger musste ich zubereiten, was war das? Der Task ist super. Der dachte ich mir... Die Dusche getrötet. Nein, die hat nicht getrötet, ich habe sie zerschlagen. Hattest du schon mal... Conan, hattest du schon mal einen Upload? Also Datendownload und Upload? Ja. Der Task ist auch super. Aber der war ganz normal, muss ich sagen. Was? War ganz normal Download drücken und dann halt... Weiß ich gar nicht, wie es dann weiterging. Nee, also, dann hast du den zweiten Teil nicht gemacht, weil der Upload funktioniert hier ein bisschen anders. War das dann die andere? Ah, das war dann vielleicht die andere Dings, wo du dann gewonnen hattest, Xian, das kann sein. Ja. Den Task musst du ganz machen, der ist lustig. Ah, okay. Ja, muss er doch gemacht haben, sonst hätte man... Nee, wahrscheinlich war das dann die Runde vorher, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Download hatte. Ich glaube, ich hatte den Download in die Runde vorher, wo Xian gewonnen hat. Der Download ist ganz normal, aber der Upload ist richtig geil mit diesem Handy, wo man draußen Internet suchen muss. Oh, ja. Das war das! Oh, das klingt interessant. Ja, Empfang suchen, ja. Das war bei mir aber direkt auf Anhieb hat das funktioniert. Also. Das ist der Task ist auf der Nintendo Switch tatsächlich besser, weil das ist Bewegungssteuerung. Also du musst quasi deinen Controller durch die Gegend halten, um Signal zu finden. Was ich schon wieder nervig fand, war das Ding, wo man die Kassette zurückspulen muss. Aber ich will mir gar nicht zu viel spoilern, sonst geben wir dem Imposter zu viele Hinweise, der nächste Imposter sein wird. Wir werden sehen, was als nächstes kommt. Ja. Die Tasks hier sind auf jeden Fall besser als auf den anderen Maps. Also die sind insgesamt cool, ja. Also können eigentlich auch. Aber ich bin ja wieder Crewmate, dass ich auch mal sehe. So, oh ja, okay. Jetzt wird sich zeigen, ob ich schon gut genug mich rausreden kann oder nicht. Jetzt wird sich das zeigen. Was haben wir denn für Sabotiermöglichkeiten? Also da haben wir die Plattform. Da kann ich was machen. Das ist dann wieder so ein Reaktor-Ding scheinbar. Communication kann ich ausstellen. Elektrik ist hier. Machen wir doch mal Communication aus. So.
Da ist Rasierer. Könnte ich eigentlich gleich mal killen. Hier geht's gar nicht weiter, oder wie sehe ich das? Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, Hilfe, wenn ich jetzt, wäre natürlich dumm, ne? Jetzt jemanden zu killen, wäre natürlich... Also hier komme ich gar nicht rum. Wäre natürlich doof gewesen. Alle zusammen hier, okay. Hier komme ich nicht weiter. Counter ist da hochgegangen. Bereitet jetzt einen Burger zu, so. Ich muss die erstmal in Ruhe lassen, sonst wird es nichts. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Er hat einen entweder rausgeschmissen oder so, man weiß es nicht. La la la. Burger zubereiten dauert eine Weile. Doch, genug Burger zubereitet. Ich sollte langsam mal killen anfangen. Ich bin nur noch so ein bisschen... Ist hier gerade ein... hier ist zu? Wie macht man denn hier auf, wenn da zu ist? Das ist ja komisch, okay. So. Wird schon nicht gleich gefunden werden. Wir müssen hier mal loslegen mit dem Töten. Geht das uns gar nicht fit. Ist hier gerade einer? Das wäre auch ein schöner Ort zum Killen, weil ja keiner rauskommt so schnell. Nee, hier ist keiner. Auch noch einen zweiten Kill, schnell bevor der erste gefunden wird. Hier ist niemand. Im Cockpit gerade einer. Nope. Ah, hier komme ich nur da lang, das ist ja doof. Hier komme ich raus. Ah, hier komme ich hier raus. I see. Antriebladen. Oh shit. Das ist bestimmt Rasierer. Der ist gelieft. Ich weiß. Rasierer ist geleftet. Ja, ich bin rausgeflogen. Tut mir leid. Das alles ist gut. Also war es Rasierer nicht. So. Ich habe Tainted HF gefunden. Tainted HF, also Counter, war quasi genau in der Mitte von der Map, also zwischen den Showers und dem Engine Room. Also ich kam gerade von unten von Electrical mit der Leiter hoch und er lag quasi genau da. Also literally genau in der Mitte der Map. Ich kann es nicht besser beschreiben. Okay, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht Benny ist, weil ich war mit ihm in Brick und Meeting Room und so. Hm. Er hatte 3 Millionen Gelegenheiten, mich zu killen. Ja. Und ich, also er war am Ende im Meeting Room, er hätte auch nicht wenden können. Genau, ich habe Benny auch im Meeting Room gesehen. Also ich stand an den Kameras kurz und habe ihn da auf einer Kamera gesehen. Also ich kann es bestätigen, wen ich grob in die Richtung habe gehen sehen. Also ich war tatsächlich, ich hatte Conan in der Küche noch gesehen gehabt. Ja, und ich habe den Burger zubereiten müssen. Genau, den Burger hatte ich auch. Und dann warst du, also du warst nach rechts gegangen und ich hatte dann noch den Burger gemacht. Und dann war ich dir irgendwann hinterhergegangen und da habe ich halt grob in der Richtung, habe ich dann irgendwo die Leiche gefunden. Aber kann natürlich sein, dass du halt komplett woanders hingegangen bist. Dem Burger habe ich so einen Müllbeutel aus so einem Eimer gezogen. Ich glaube, das war bei Medical irgendwo. Ja, das stimmt sogar. Also dass der Taster ist. Es ist jetzt auch kein konkreter Verdacht oder so. Du bist nur ungefähr in die Richtung gegangen und ich bin auch ungefähr in die Richtung gegangen, bin da irgendwann an euch vorbeigelaufen. Das muss aber auch nichts heißen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Also ich kann auch sagen, ich bin mir halt sehr sicher, dass Benny nicht ist. Aber nicht hundertprozentig sicher, weil am Ende war er im Meeting Room, dann bin ich gegangen und ich bin zu Records gegangen. Und dazwischen hatte ich unten im Gap Room hatte ich da noch so eine Task. Ich glaube, es war nur Schalter umdrehen. Aber er hätte trotzdem die Zeit gehabt, da die Leiter runter zu gehen und dann zum Main Hall wenden zu können. Ausschließen kann ich es nicht, aber ich glaube nicht, dass er es ist. Wie lange schätzt ihr denn, ist er schon tot? Also wer hat ihn denn zuletzt, oder wer meint ihn denn zuletzt gesehen zu haben? Weil ich meine, dass er ganz kurz am Anfang mit uns da unten war, wo so eine kleine Traube war, wo ich dann Richtung Burger gegangen bin. Ja, und dann hatte ich und dann habe ich nicht mehr gesehen. Also, dann wart ihr noch zusammen nach links gelaufen, also du und Counter, also Conan und Counter.
Das war aber natürlich, das war komplett woanders, von wo ich die Leiche gefunden habe. Also da ist ja, da bin ich in die Küche und habe den Burger gemacht. Genau, und dann ist Counter wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen, weil da habe ich ihn nämlich auch nicht mehr gesehen. Also ich kann sagen, dass ich Counter die ganze Runde nicht gesehen habe, bis auf am Anfang. Da waren wir, glaube ich, 2, 3 Leute in Chicago Bay, als wir uns dort entschieden haben. Ja, da waren tatsächlich einige, das ist richtig. Also ich habe in der Runde eigentlich alle einmal gesehen, doch Benny Boy habe ich auch auf der Kamera einmal gesehen, aber nicht in echt. Ich wurde Skip. Ich habe keine Idee. Ich tendiere zu Conan, aber ich kann es auch noch nicht wissen. Ja, ich auch, aber das Ding ist halt, der hatte halt auch schon Chancen genug gehabt, mich zu killen, deswegen. Okay. Ich kann ja auch schon aber Conan hat diese Chance einfach nicht. Oh Mann, okay. Ja gut, aber das ist, ja, oh, was ist das denn? Jetzt habe ich hier einen 30 Sekunden Cooldown. Oh no, dauert es erstmal wieder ewig, bis ich was machen kann. Soll ich mich so lange einfach in einen Schacht verziehen? Weil wenn ich dumm rumlaufe, das wirkt immer total sass. Aber wenn ich gar nicht so aufzufinden bin, das wirkt auch sass. Das ist alles doof. Ich mache es mal Waffen. So, ich sammle hier Waffen auf. So. Und mit den Waffen gehe ich jetzt hier hin und stecke die jetzt da rein. So, das dauert nicht allzu lange. Okay. Was müssen wir noch machen? Keine Ahnung, was ist hier? Hier muss ich nicht hin. Burger zubereitet haben wir schon. Ich müsste irgendwas erklären, wieso ich da so... Kann man hier raus? Hier will ich gar nicht. Was ist das denn? Will ich gar nicht hin. Das ist wahrscheinlich dann das, wo man das WLAN oder so suchen muss, was ich da rausgehört habe. Keine Ahnung. Einen Kill brauche ich noch. Ich muss hoffen, dass Benny nicht gefunden wird. Und dass ich mich gut rausreden kann, falls er gefunden wird. Toll. Das ist auch interessant. Was ist denn hier? Wait. Oh, das ist gar nicht so schlecht, weil ich meine, ich kann die ja killen und dann ist ja der Kill durch. Unfall verhindern. Wie geht das? Was muss ich da tun eigentlich? Ich muss mir das mal angucken. Linke Seite nicht aktiv. Backup Code 7, 5. Hä? 8, 2, 6, 6. Ich verstehe das nicht, aber ist auch recht, wenn es schief geht. 3, 9, 3, 3, 3. Aha. No! Scheiße. Wenn du auf die Plattform gehst, kann ich nicht killen. Oha. Ja, genau. Was meinst du, warum ich gerade auf die Plattform gegangen bin? Ich dachte so, nein, scheiße. Aber du hättest auch nicht so schnell. Du hättest ja, also der Reporting ist ja da oben. Noch mal, genau, ich musste nochmal, also der Emergency-Knopf ist leider oben in dem Raum, von dem ich mich gerade wegbewegt habe. Also ich hätte jetzt nochmal rüber müssen und dann da hoch. Aber leider bist du dann genau dem Nächsten in die Lahme gelaufen, offensichtlich. Ja, Regi kam nochmal zurück, Gott sei Dank. Okay. Ja, scheiße. Ach so, du hast mich gekillt. Das ja, richtig. Zum Glück bist du zurückgekommen. Ich wollte erst Xern, aber der ist auf die Plattform, dann konnte ich den nicht mehr killen. Und dann ist das scheiße. Aber der konnte halt, der hätte auch nicht so schnell reporten können. Der hätte entweder eine Leiche finden müssen, um was sagen zu können. Ja, meine Strategie war, ich habe dich gesehen, da bin ich ja links gegangen, habe Xern gesehen. Dann dachte ich mir, ich gehe mal zurück, weil ich bin mir sicher, dass er inzwischen tot ist. Aber okay. Ich habe mich halt vor dem Tod bewahrt. Ja, das war gut. Ich habe erst gedacht, oh shit, aber zum Glück kann man ja nicht von sich aus jetzt melden, sondern... Ja. Also in dem Moment war... Ich habe eine Frage, und zwar war ich die ganze Zeit in Cargo Bay und da war dieser Safe. Was muss man da machen? Auf dem Safe steht eine Nummer und eine Richtung. Also du musst quasi in die Richtung drehen bis zu der Nummer und dann taucht die nächste... Also sprich, das sind drei Zahlen. Und je nachdem, da würde dann stehen zum Beispiel 5 und noch ein Pfeil nach links. Dann musst du nach links drehen. Danach eine 7 nach rechts und dann wahrscheinlich wieder nach links. Und dann kannst du den Safe öffnen. Okay. So
viel Zuwachs jetzt auf einmal. Hallo? Oh, hallo? Ricardo, komm rein. Und Robbio. Ricardo. Oh, Robbio habe ich noch gar nicht gesehen, siehst du mal. Ich habe nur Ricardo in der Liste gesehen. Genau, also im Prinzip, du musst einfach immer bis zu der Nummer drehen, die da steht und halt, also immer von der Position aus, wo du gerade bist, in die Richtung, die da angezeigt wird. Okay, ich meine, besser kann ich es nicht erklären. Robjo und Ricardo, ihr könnt gerne mit dazu joinen, wenn ihr okay, noch... Okay, also ich join jetzt. Ich... Sehr gut. Und wenn dann nochmal die Leute erhöhen, weil wir... Ja, ja, wenn jetzt zwei reinkommen, mache ich einen Imposter mehr. Weil ich weiß nicht, ob Robjo jetzt auch dazu kommt. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Du drei kennst, Minuten, ich will mal anmerken, wie kacke der Task mit dem Mülleimer auf der Switch ist. Der ist auch so ziemlich komisch, ja. Ich weiß nicht, was sie ja kaputt gemacht haben. Auf dem PC ist ja noch relativ einfach. Da kann man ja einfach hoch, runter und dann hat man einen Müllbeutel. Aber mach das mal mit dem Controller irgendwie. Ist das nicht gut umgesetzt. Also, Rasierer, kommst du auch wieder rein eigentlich? Oder? Wurde für die Lobby gesperrt. So, nicht genug Spieler oder was? Ah, weil 6 von... Ja, oh shit. Kann ich das in der Lobby umstellen? Muss ich die Lobby neu starten dann? Muss eine neue Lobby machen. Ich habe maximal 6, aber das ist richtig. Scheiße. Ja, dann muss ich neue Lobby machen. Neu okay. Das ist ja scheiße. Dann muss ich neue Lobby machen. Stimmt, weil bei 6 war Maximum. Ah, das heißt, ich sollte eigentlich einfach Maximum höher stellen und es kommen trotzdem dann nur 6 Leute rein. Mach mal eine für 10 Leute auf oder so. Ich glaube, das passt. Ja, dann kann ich ja grundsätzlich einfach immer Maximum voll hochgehen. Ist ja völlig wurscht dann. Ja, das sind ja 15. Dann ja, kannst du auch machen, ja. Dann passt ja alles, dann machen wir das so. Und dann macht 3 Imposter und dann macht er halt so mit seine Limits immer. Dann kriegen wir halt mit, keine Ahnung, 7 Leuten oder 8 Leuten kriegen wir dann 2 Imposter, glaube ich. Ja, die Imposter kann ich ja einstellen. Die kann ich an dem Computer umstellen. Ja. Achso, ja, neuer so. Code ist HQVBKF. Moment, ich schreib's rein. Habt ihr schon ein paar Runden gespielt? HQVBKF. Ja, wir sind jetzt bei Aufnahmezeit, erster Part, 37 Minuten. Ja, geht noch ein gutes Stück. Vor allem spielen wir die große Map, da sind die Runden ja auch was länger. Ja. Genau, wir sind im U-Boot. Genau. Das war jetzt, glaube ich, die dritte Runde gewesen in einem 37 Minuten Part, also das ist schon ordentlich. Dritte Minute. Ich gehe auch nochmal ins Trinken holen, bis Robbe da ist. Gib mir 3 Minuten, hat er geschrieben, vor 3 Minuten. Perfekt. Ja, das ist ein guter Hinweis, ich hole mir auch mal kurz ein Getränk. Okay, mach das, wir unterhalten so lange die Zuschauer. Das geht bei mir schnell, ich habe das Getränk schon in der Hand. Ah, perfekt. 6,5 Stunden später. Sonst muss ich ja nichts umstellen, wir haben alles passend. Verräter 2 jetzt an sich und sonst bleibt alles. Wer ist jetzt Bethany, Ricardo? Ja. Okay. Ja. Ich werde dich nur als Bethany oder Weiß ansprechen, nur damit du Bescheid weißt. Hey, Robjo kann reden. Hallo? Ja. Hallo. Leise kann er reden, aber er redet. Ja, ich bin noch hier am Einstellen. Ich habe dich bei mir jetzt lauter gestellt, also ich kann dich jetzt gut hören. Geil. Wir haben Zeit. Ich habe einfach alle auf dem Maximum eingestellt. Ich habe bei niemandem irgendwas verstellt, ich höre euch alle super. So, dann sind wir erfolgreich, oder? Was? Ja, Robjo muss nur noch reinkommen, dann geht's los. So, dann sind wir sogar zu 8. Ich bin da. Wir sind doppelt so viel wie letztes Mal. Bei der Bug. So. Wie oder alt? Doppelt so viel wie letztes Mal. Kommt oder er als Zinni so alt? Letztes Mal. Jetzt kommt der Zinni. Oh Gott, also Zinni ist Robjo, okay. Uff. Nee. Ich bin wieder da. Oh, wie? Roger ist nicht Zuni. Hä? Hier ist. Ist das jetzt der echte Zuni? Ja, also in der. Oder ist das ein Imposter? Robin ist now playing Among Us, was? Was? Ich bin massiv verwirrt. Wer ist jetzt wer? Also, Robjo müsste Zuni sein. Nee, Zuni ist richtig da. Lol. Jetzt sind wir 9 Leute dann. Cool. Hallo, Zinni. Hallo. Hi.
Da muss ich zu ihm wieder ein bisschen leiser stellen. Der war echt Zynik, kein Imposter. Okay, dann fehlt es tatsächlich noch Robju. Your setting is quick chat only. Oh Gott. Alter, die Scheiße. Oh Gott. Der Klassiker. Hier riesige Runde auf einmal. Wir haben mit 6 Leuten gestartet und jetzt 9 Leute. Sehr gut. Wir haben gerade ein bisschen das Leadership kennengelernt. Das heißt, ein paar Leute haben jetzt schon Vorteil. Kann das Quick Chat Only ausmachen? Das Twitch Emote und geht voll ab, das Haustier. Ja. Geil, oder? Ja. Großartig. Richtig geil. Ich hatte vorhin. Du siehst halt, weil du hinterm Block stehst. Ja. Versuch dich mal als Gast einzuloggen, wenn du auf das linke da klickst, da müsste es irgendwie gehen. Warte, ich muss kurz das Spiel leiser machen, ich höre gerade überhaupt nichts. Ich glaube, die Lobby bricht gleich zusammen, aber dann machen wir sie neu auf, das ist ja nicht weiter schlimm. Ich hatte vorhin einen lustigen Fehler, da meinte mein Spiel, dass ich nicht auf der neuesten Version sei und nicht auf online spielen kann. Lul. Ich hab's gerade komplett neu runtergeladen, also. Ich musste dann neu starten, dann ging's. So, also Reggie, was soll ich tun? Links in diesem Raster, da kannst du dich irgendwie als Gast einloggen und ich hatte das auch mal, dass du das dann irgendwie machen musst. Oder dich halt mit einem richtigen Among Us-Account, aber habe ich nicht. Man muss sich wenn man sich mit einem richtigen Account einloggt, geht's eigentlich, soweit ich weiß. Free Chat, ja, genau, okay. So, online, Europa. Oh. Ah, perfekt. Okay, start. Also, bevor die Lobby zusammenbricht, ich habe sofort gestartet. Gut. Oh, geil. Mute und ab geht's. Okay, 9 Leute, krass. Jetzt ist natürlich ich muss mich am Muten, noch schwieriger. Achso, nicht schwieriger, nicht Imposter zu werden. Jetzt sind sie wieder 2. Ja, ich muss mal kurz. Jetzt sind sie wieder 2. Okay. Ey, ich hab doch. Oh, jetzt haben wir allerdings wahrscheinlich, fürchte ich fast, zu wenig Tasks. Ich glaube, jetzt wird's zu einfach für uns. Ist das gleiche? Muss ich hier auch. Okay, alle 4 Kanonen nehmen und dann die da reinstecken. Okay, das ist das gleiche wie das andere auch. Das geht ja klar. Das geht jetzt gar nicht klar. Unfall verhindern. Okay, wir wissen mittlerweile, wie man es verhindert. Soll ich einen Burger zubereiten? Nee, wir müssen Unfall verhindern. Wir müssen jetzt den Unfall verhindern. Ah, das ist gar nicht mein Weg gerade, ne? Das ist so gar nicht mein Weg gerade. Scheiße. Sehen. Warte, ich mach die andere Seite. Wenn er hier ist, mache ich die andere Seite. Weil da ist noch keiner. Doch, da ist Rasierer. Okay, Rasierer hat's auch gemacht. Ja gut, dann kann ich aber jetzt hier zumindest meine Task weitermachen. Manu? War das normal, dass es zuging? Ah, okay, kann ich nutzen und aufmachen. Oha. Oha. Ist das alles. Ich meine, oh Gott, ich komme nicht klar. Das ist alles so. Das ist alles so modern auf einmal. Ja. Das stimmt. Du siehst jetzt zum ersten Mal die neue Among Us-Version, ne? Ich muss kurz meine Pizza nachchecken. Einen Moment. Check deine Konnte Pizza. Man am Anfang auswählen, wo man startet oder wie? Ja, das ist in dieser Map so. Ja. Du kannst einen von 3 Startpunkten wählen. Es gibt, glaube ich, sogar noch mehr, aber es wird immer einer von 3. Genau, es werden drei immer zufällig. Genau. Richtig. So, bevor ich jetzt ansage, wo ich den gefunden habe, hätte ich mal gerne von allen gehört, wo ihr so wart. Ich war in der Küche. Alter, diese neue Map macht mich fertig. Ich verstehe überhaupt nichts. Das kommt mit der Zeit. Ich war in der Küche und habe Tasks gemacht. Also in dem Raum links neben der Küche. Ich war am Anfang Viewing Deck, hab da die Wires gehabt, dann bin ich zu den Pistolen bei Armory, hab die eingesortiert, dann kam die Warnung, dann bin ich hoch zu dem Warnding, hab dich an dem einen gesehen und wollte dann rechts zu dem anderen, da war aber schon Rasierer und hat es gelöst, damit war alles fertig, dann bin ich bei Archiv runter und hab da die Wires fertig gemacht, da war nämlich die Kombination von Wires und jetzt wollte ich weiterlaufen, aber dann kam die Meldung. Okay. Kann hört sich so an, als würde er lügen, deswegen wollte ich ihn. Ach, Ricardo, Junge, Alter, komm. Ach, Ricardo, das ist könnt ihr mal, bevor jetzt irgendwelche komischen Sachen abgehen, könnt ihr mal weiterreden? Danke. Es war nur nicht heute dran. Also ich hab, als dieser Alarm war, da war ich gerade in Electrical, hab da meinen Task gesucht und dann habe ich irgendwie versucht,
dahin zu gelangen, wo man diesen Alarm wieder abschaltet. Bin dann in diversen Räumen hängen geblieben. Und jetzt war ich wieder zurück auf Richtung Electrical, weil ich sowieso nicht bis dahin gekommen bin, wo ich hin wollte. Also ich war ganz links in der Cargo Bay und habe versucht, eine Task zu machen, aber keine Ahnung, wie sie geht. Okay. Ich war mit Benny rechts im Cargo Bay. Dann bin ich nach dem Alarm bin ich dann zum Alarm hingegangen und habe dann da Colin getroffen, wie vorhin schon gesagt. Ich glaube, ich habe genug gehört. Also ich kann mal erzählen, was ich gesehen habe. Ich habe gesehen, also ich kam vom Emergency-Regeln wieder, bin nach links gegangen, ich war gerade auf dem Weg. Ganz links ist ja das Cockpit, davor ist Communications und ich war gerade quasi am Einbiegen zu Communications und ich habe gerade noch so Tainted HF nach unten weggehen sehen. Also hab dann da einmal meine Wires gemacht und bin dann nach links gucken gegangen ins Cockpit und im Cockpit lag Reggie tot. Also ich will behaupten, das war Tainted HF. Im Cockpit war ich noch nicht mal so weit nach links ja, war ich noch gar nicht. Das Problem ist halt, du kamst von irgendwo runter. Ich habe nicht gesehen, ob du einfach nur aus Communications kamst oder aus dem Cockpit, aber ich vote dich jetzt. Du warst da am nächsten dran. Du kamst definitiv nicht von unten, du kamst entweder von links oder von oben. Für direkt voten finde ich schwierig. Hilfe. Okay. Also ich hab meinen Verdacht geäußert, ich sag Counter war es. Ich habe jetzt meine Pizza, Leute. Okay. Alles klar. Pizza ist das. So. Endlich. Ja, wir machen einfach mal weiter Pizza Tasks. Weg, halt. Da mein bin ich Gott, doch genau richtig Pizza gelandet. Halt. Was ist das denn? Tot? Bist du nicht tot? Soll ich einfach nur warten? Ach so. Gut so. Ah, okay, dann muss ich einfach nur warten und mich säubern. Newton. Das kann ich. So, okay, dann geht's hier weiter. Okay, da gibt's keinen da gibt's keinen Weg. Hier komme ich nicht. Entschuldigung, oh Gott. I'm sorry. Da bin ich gerade ein bisschen am Verschlucken gewesen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah, mehr Wires. Mehr Wires. So. Und auch nicht schon wieder. Aber das sind 90 Sekunden. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ich habe jetzt keinen Bock. Wait, wo ist denn das andere? Ach, hier. Ah, das ist der Download. Okay, da bin ich jetzt auf den anderen Teil gespannt. Kümmern die sich da jetzt drum? Soll ich das... Entschuldigung. Soll ich das Kind weiterzulaufen zu lassen? Ja, okay, die haben sich drum gekümmert. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hä? Ey, der Weg ist immer wieder ganz komisch. Oh, jetzt rennen mir die Augen vom Husten. Also hier ist dieses... Ah, da ist dieses WLAN. Okay, doch, das ist tatsächlich genau das. Upload läuft. Verbindung schlecht. What? Ach so! Ah, das ist ja cool. Das gefällt mir, das ist lustig. Tatsächlich. Okay, ich muss bei Elektrik weitermachen, da habe ich fast vergessen. Scheiße. Da ist Rasierer ist irgendwie so ein bisschen sassy, aber nicht sicher. Oh nee! Oh, ich hasse das. Oh nee! So. Und dann ist da oben wieder das andere Ding, ne? Mit dem da. Genau. Dann kombiniert sich das wieder mit... Ja, ach so, jetzt sehe ich nichts. Ja, verflucht. Okay, da war Robchu. Hier geht's nicht weiter. Aber Robchu wirkt auf mich jetzt nicht so sehr. Ah, ich muss wieder Burger zu... Nee, ist nicht Burger. Was ist... Doch, das ist der Burger. Okay, Semmel, nee, von unten. Semmel, Tomate, Fleisch, Semmel. Easy. Okay, Burger geht tatsächlich doch ganz schnell, wenn man es kann. Ja, ich bin mit meinen Tasks fast durch. Ich hab mal ganz kurz den Emergency-Knopf gedrückt, weil Tainted HF stand gerade 2 Zentimeter hinter mir. Ich glaube, der wollte mich gerade killen. Okay. Echt? Also ich glaube nicht.
ist möglich. Also falls ihm nicht so, falls ihm nicht so war, tut mir leid, ich habe nur gerade meinen nackten Körper gerettet. Ist ja gut, ich glaube, man kann sich früher retten. Ist ja in Ordnung. Wir auch vorbei. Du blamst mich jetzt hier. Todesangst gehabt. Doch, du blamst mich jetzt hier das zweite Mal ohne Grund. Ich blame dich ja nicht, du hast mich ja nicht gekillt, ich hatte einfach Angst. Counter warst du tatsächlich gerade hinter ihm? Ja, ich bin gerade in diesen Raum da reingegangen und das war's. Was hast du davor gemacht? Was ist die Karte, der jemand blamed? Erzähl doch mal ein bisschen, was du gemacht hast. Davor habe ich so eine Task gemacht, wo man so eine Welle justieren muss. Weiß jemand, was ich meine? Und sonst so? Nee. Dann habe ich noch den Download. Was? Nee. Den Download habe ich gemacht. Ich habe die Tücher aufgehoben und in die Tonne gepackt und. Das ist eine Lüge. Ich stand die ganze Zeit mit Zuni davor und Zuni hat den Task gemacht. Half war da nirgends. Ja, ich habe den jetzt gemacht. Ich habe das im Laufe des Spiels jetzt gemacht. Also ich merke auch, dass du gerade so ein bisschen Tasks aufsetzt, die du schon mal wusstest, dass du sie gemacht hast. Also es könnte jetzt ein guter Trick sein oder du hast sie wirklich gemacht. Den Müll, den habe ich. Leck mich weg an den Imposter. Doch, Alter. Doch, nee, geh weg. Also ich bleib bei meiner Meinung, ich habe in der ersten Runde Tainted HF in unmittelbarer Nähe von einem Tatort gesehen. Ja, also ich kann nur sagen, ich bin fast mit meinen Tasks Bullshit durch. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Insgesamt scheint es ja noch nicht so ganz voll zu sein, die Leiste. Also wenn du da wirklich einfach nur verwirrt rumgelaufen bist, dann tut's mir leid, aber das ist schon sehr, sehr merkwürdig gewesen. Also ich glaube nicht, dass Tentative hier Imposter ist. Ich glaube, Ricardo ist es. Ich würde jetzt sagen, wir skippen alle. Da ich nicht weiß, was die anderen jetzt gemacht haben, mich interessiert jetzt, was passiert. Ich skippe jetzt auf jeden Fall. Jetzt wollte ich mich voten. Ich skippe auf jeden Fall. Und wir gucken mal, was die Mehrheit entschieden hat, weil jetzt haben ja eh schon alle gewotet. Ich glaube nicht, dass meine Stimme jetzt irgendeinen Ausschlag geben wird. Ich möchte mal sagen, dass die Map scheiße groß ist und ich nichts finde. Das kommt mit der Zeit. Die ist ja riesig, ich komme überhaupt nicht klar. Die ist voll gut. Aber das kommt mit der Zeit. Wir haben ja auch angefangen gerade erst. Zu viel Variation. Ey. So. Okay, ich will, glaube ich, Flur, ne? Mm. Ja, perfekt. Kannst du wieder auch meine letzte Task reden und dich muten? Und dann haben wir alles. Wie komme ich denn da hin? Ach, so komme ich da hin. So, und das war's. Wir sind fertig. Gibt's hier irgend sowas wie Security, wo man ein bisschen gucken kann? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wo man ein bisschen Kamera gucken kann oder sowas. Ist das hier? Nee, doch hier. Hier, was ist hier? Ah, hier ist sowas. Ja gut, aber das nützt mir gar nichts. Das nützt mir überhaupt nichts. Da komme ich ja überhaupt nicht klar, wenn ich sowas sehe. Aber interessant, dass das hier ist. Okay. Wo gibt's die Kameras zum Gucken? Meistens... Ach, da ist Security. Wir müssen mal da runter zu Security. Jetzt machen wir erstmal das Licht wieder an. Okay, Licht ist schon wieder an. Meinetwegen. So, wir gehen mal Kameras gucken. Ich meine, ich habe nichts zu tun. Ich muss jetzt nur aufpassen, nicht zu sterben. Oh, guck mal. Bobju und Zuni. Okay. Oh. Ich claime Robju. Ich claime Robju. Der ist gerade mit Zuni runter auf die Aussichtsplattform und dann lag Zuni da tot. Verdammter Wichser! Okay. Er wehrt sich nicht. Robju war Full Hex, ne? Ja. Nein. Ah, fuck. Okay. Alles klar, also sehr schön. Also wen jetzt? Full Hex, also Robju rot. 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 Ah, okay. Er wurde beschuldigt und er verteidigt sich nicht, also es ist rot. Sorry, Benny, dass ich verloren habe. Danke. Aber Respekt an den Imposter auf jeden Fall. Das kann ich in Ruhe meinen. Junge, kannst du bitte nicht so Respekt an den Imposter bitte aufstehen? Okay. Das sieht aber richtig gruselig aus. Ja, ich war auch. Nee, ist es nicht. Mute. So, okay. Hat jetzt Benny zu Recht geblamed? Oder war das jetzt einfach nur wieder so ein Imposter-Trick? Bei Robju weiß man absolut nie, ne? Okay, machen wir erstmal wieder das Licht an. Kein Problem.
bin ich eh gerade da. Das kann ich. Aber man muss auch nur eins wieder anmachen. Das ist doch schon mal praktisch. Davaxean. Ah, da habe ich jetzt aber echt Glück gehabt, dass er ihn gerade da killt, ne? Das ist, Wie komme ich jetzt zu diesem Security-Ding? Hier lang, ne? Ja, hier lang. Da kann ich jetzt... Wow! Die Geräusche kommen von Ricardo. War laut. Wenn nochmal was kommt, sage ich mir, soll sich muten. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Ach komm, disabled. Ach komm. Also ja, ach komm. Benny und... Okay. Soll ich Benny folgen? Bin unschlüssig. Nicht, dass ich dann tot bin. Okay, das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera. Ja, das sind wir. Nice. War meine Tasse wirklich die letzte? Offensichtlich. Scheint so, dann hat Robcho dich falsch geklemmt. Okay. Übrigens, es war halt... Also, Counter. Ich hatte mit dem ersten Mord nichts zu tun. Ja gut, aber du standest vorm Cockpit rum. Also das musst du zugeben. Nein. Doch, ich bin ja da. Ich hab dich da gesehen, also das ist kommen. Er war in der Armory. Also er ist nicht ins Cockpit gegangen, das stimmt. Okay, ja, aber er ist ins Armory reingegangen, irgendwie von oben. Also er kam auch nicht aus meinem Raum, also er muss vorher kurz in Communications dann drin gewesen sein oder so. Ich finde das übrigens absolut bescheuert, dass ich permanent irgendwelche Sass abbekomme für Kills, die ich nicht mache. Ja, dann mach doch mal. Ja, aber du warst ja trotzdem Imposter, also das war ja nun nicht ganz unberechtigt. Doch, das war total unberechtigt an der Stelle. Ja, und vor allen Dingen der zweite, wo du mich verfolgt hast und ich den Kill quasi nur noch mit einem Knopfdruck abwenden konnte. Also das war schon. Ich hab dich zufällig da gefunden, aber nicht verfolgt. So, aber das finde ich auch schon cool, dass man hier wirklich Probleme hat, selbst wenn man weiß, wer der Imposter ist. Des anderen schnell mitzuteilen. Okay. Weil du musst ja entweder eine Leiche finden oder bis zu dem Knopf kommen. Also ich bleibe bei meiner Meinung, also selbst wenn du das nicht so siehst, Counter, ich habe zwei offensichtliche Sass-Aktionen von dir gesehen und ich hatte recht, so. So sehe ich das. Ricardo, kommst du wieder rein? Ja, perfekt, da ist er. Jetzt heißt kann der Kamera. Aber weißt du, nachdem Robju jetzt rausgewählt wurde, war mein einziges Ziel eigentlich nur noch dich zu töten. Es war mir total egal, was noch passiert, aber ich habe dich leider nicht gefunden. Schade. Wann kann ich auch mal Imposter werden? Jetzt. Ja, wenn du immer zwei Leute impostest, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher. Rechne mal aus. Naja, 2/9, du 1/6. Ja. Kann man sich eigentlich teleportieren? Weil die Map ist so groß. Nee. Ja, als Imposter geht das über Events. Aber stimmt, ich finde die aber echt cool. Also jetzt mittlerweile, die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Die Map ist super, ist dann auch ziemlich cool für Verstecken, muss ich sagen. Denk ich mal. Ja. Okay, sollen wir starten? Ja, ich starte. Also die schlechteste, finde ich, ist Dings, die Myra. Das ist echt scheiße, in der neuen Map direkt Imposter zu sein. Das glaube ich. Okay. So, wir sind wieder Besatzung und können damit direkt mal... Ist die Plattform gleich hier? Ja, perfekt. Dann nutzen wir die doch gleich mal. Da unten waren Benny und Ricardo, also Kane jetzt in dem Fall. Da kommt Counter. Also Tainted HF. Die mit ihren Namen, ne? Ach Gott, ey, so. Und dann sind wir hier schon fertig. Ich würde jetzt mal ein paar neue noch mir angucken, dass wir die auch mal gesehen haben. Da ist... Ah, okay, die Mülleimer gibt's öfter. Alter, geh weg. Ah, das muss man vorsehen. Ich verstehe, das darf man nicht so ruckartig machen. Okay, ich spül kurz. Oder was auch... Was muss ich denn da machen? Okay,
hier juckt mich jetzt gerade nicht. Ich will rausfinden, wie das geht. So oder was? Bruder. Alles klar. Und danke, dass ich... Oh no. Er ist es schon wieder und er kennt sich immer noch nicht auf der Map aus. Das ist auch wieder irgendwo lustig, muss ich gestehen. Das ist auch wieder irgendwo ziemlich lustig, dass er sich nicht auf der Map auskennt. Und schon wieder Imposter ist. Okay, es geht sogar schneller mit perfekt. Sehr gut. Gut zu wissen, dann werden wir ab jetzt immer perfekt natürlich suchen, wenn wir das haben. Das kann ich, das ist jetzt auch cool. So als Geist kann man einfach viel schneller unterwegs sein. Bin wieder unterwegs. Oh, da ist unser... Oh, da sind unsere beiden Imposter. So. Ey, als Geist bist du hier halt echt schnell mit deinen Dings durch. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch mehr gekillt haben. Das ist das Problem. Aber ich kann ja eh nichts machen. Ich kann ja einfach nur meine Tasks machen. Also ich mache ja gerade, was ich tun kann. Hier saus ich einfach an der Dusche vorbei. Der Geist ist schmutzig. Ist auch interessant, ne? Der Geist ist einfach schmutzig. Oh, Reggie hat's auch erwischt. Und wir wurden beide noch nicht gefunden. Okay, dann machen wir noch jetzt hier drüben weiter. Das sind jetzt die Wire-Rest-Dinger. Und dann kann man natürlich die Imposter suchen und denen folgen. Mehr gibt es dann nicht mehr für uns zu tun. So. Oh, da ist wieder Rob. Oh, aber es sind beide, ne? Der Rasierer und Imposter. Ja, Rasierer und Rob. Okay, ich bin fertig. I have done my job. Da liegt Reggie. Den haben wir schon gesehen, dass der tot ist. Den hat aber auch noch keiner hier gefunden. Ich meine, ich bin ja auf der Toilette echt ungünstig, was meinen Tod angeht. Da bin ich echt super ungünstig. Aber ansonsten... Okay, oh, Count hat es auch schon erwischt. Was? Da hat jemand aber gewaltig aufgeräumt. What? Wait. Wir haben zwei Imposter, oder? Ja. Yep. Diese Stage, ich habe original die ganze Zeit niemanden gesehen. Ernsthaft? Außer meine Leiche, Robcho. Ja, du hast am Schluss Benny gesehen. Aber sonst haben wir auch fast keinen gesehen. Ich habe nur Lebende gesehen, glaube ich. Die Stage ist außer ich habe Tote aus der Kamera gesehen. Ich hab Benny wirklich auch Zuni. Es ist echt die Frage, ob Ricardo, glaub, Benny und Zuni das schaffen, das rauszukriegen. Counter, das wird schwierig. Getroffen. Ich weiß nicht. Das wird schwierig. Ich war eine ganze Zeit in Electrical. Zuni, wen hast du gefunden? Ich glaube, Taint of Death. Muss mich gut. Robcho muss auch einfach husten, so wie ich vorhin, alles klar. Und Electric. Electric. Mhm. Oh. Okay, da war ich seit 40 Sekunden. Wir müssen nach der Runde das Video beenden. Oder so. 1:03, ups. In Electrical? Ja. Hä? Wen, du hast Tainted Hive in Electrical? Ich war da, ich aber... Ich hab in der Gegend Weiß gesehen, aber... Ja, ich hab nur Zinni gesehen. Ich meinte, da war ich vor 40 Sekunden nicht, jetzt gerade. Jetzt gerade bin ich bei Cockpit mit Rasierer. Genau, da habe ich ihn getroffen. Das muss halt alles überhaupt nicht heißen. Ja. Aber Fakt ist, wir müssen voten, ne? Zwei Imposter, fünf Leute. Ich hatte jetzt die Aufgabe, die wo Conan meinte, da wo man im Vorspulen muss oder im Rückspulen muss. Die Kassette, ne? Ich muss sagen, die ist, ja, die ist mega leicht. Ich habe dafür nur 5 Sekunden gebraucht. Ja, ich saß da ein bisschen länger dran. Stille. Wie weit seid ihr eigentlich mit den Tasks? So gut wie fertig.
Ich habe mich von rechts nach links abgeklappert. Genau, Rasierer. Das ist rechts nach links abgeklappert und als erstes hast du Conan abgeklappert. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Diese Electrical Task macht mich fertig, wo man so nach Nummern suchen musste. Die habe ich noch nicht gehabt. Die Hebel drücken da, oder? Echt gespannt. Ja, das ist aber auch nicht schwer. Da bin ich echt gespannt, wann wir die mal haben. Das ist mega leicht. Die hatte ich bisher noch nicht. Aber es dauert halt. Ja. Dauert nur über das können wir das Ding eh nicht gewinnen, also das können wir gleich vergessen. Ist Electrical das mit diesem Schalter, mit dem großen Schalter da? Oder war das ein anderes? Electrical ist da unten mit diesen Gängen da, mit diesen 8 Gängen da. Oder ach, diese dieses, Türen. Ach, dieses Labyrinth da. Genau. Ja, okay. Oh, shit, wir müssen warten. Shit, ich vote jetzt Sunny. Ich hab weiß gewotet. LOL, ja, völlig. LOL! Na toll, ihr Profis. LOL, wieso? Ich meine, gut, dass die zwei Imposte ihn voten, okay, aber. Haben die jetzt verloren? Ja. Ernsthaft? Was war das? Was war das denn für eine gehirntote Runde? Jawoll! Ich muss schon wieder. Alter Schwede. 5 Minuten schon 2 Leichen auf dem Map-Scanner. Anzeigen, Ding, was auch immer gesehen. Und habe einfach keine Leiche gefunden, das ganze Spiel über. Bis dann 4 tot waren. Ich denke, ich hab nur Rasierer einmal gesehen, sonst niemanden. Und ich war so froh, dass du mich gleich findest auf der Toilette, wo mich Rasierer gekillt hat, Robchu, aber leider bist du weitergegangen. Ja, ja. Auf der Toilette, ja, oh, das ist heftig. Ich muss sagen, die Toilette muss ich auch ist ein super Platz, um jemanden zu killen. Das ist ein guter Ort, finde ich. Find ich gut, dass auf der Toilette ist ein super Ort, ja, da findest du die Leiche nie. Ja, ich hatte leider einen Task, ich musste drauf. Ja, da, wo ich dich gekillt habe, war auch epic. Da hat dich auch niemand gefunden. Also bei mir das erklärt einiges, weil, okay, weil HF und ich, also Counter und ich, waren nämlich die letzten beiden, die gestorben sein müssen, weil ich Counter kurz vorher noch eben gesehen habe, also wo ich auch gestorben war. Und Vorecci, wo warst du gestorben? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich war im Gap Room, und zwar auf der linken Seite. Dann kam Rasierer an, ich wollte schnell auf die Plattform, weil ich mir bei ihm nicht sicher war. Ich dachte, ich wäre schon drauf, dann wäre ich tot. Ricardo, hast du dich jetzt Rockschuh genannt, oder was ist jetzt kaputt? Also er lag da offen im Gang, das ist das Verrückte. Und niemand hat ihn gefunden. Oh, wow. Da bin ich auch Rockschuh begegnet. Oh, wow, okay. Also Reggie lag direkt vor der Plattform, ja. Ja. Der lag direkt in einem offenen Gang, da scheint einfach niemand mehr vorbeigelaufen zu sein, okay? Ja. Ricardo, hast du dich jetzt Robchu genannt, oder? Weil Robchu war rot, jetzt heißt der rote Boso und der grüne heißt jetzt Robchu. Und das hatten vorhin gar nicht den grünen, sondern den weißen. Ja, die haben die Farben getauscht. Aber die Spiele sind gleich. Jedenfalls beende ich mal kurz den Partner an der Stelle, weil wir sind bei 1 Stunde 10 Minuten. Okay, tschüss! Und wir machen da beim nächsten Mal weiter. Jetzt sind wir mehr Leute, das heißt, der nächste Part wird auch wieder mit 9. Ja, dein Maul. Höchstvermutlich laufen. Danke, Robchu, für deine freundlichen Worte. Abonnieren, Daumen hoch. Tschüss. Abonnieren.